Ich hab's. Es braucht starke Rituale. Ein Ritual muss her. Das Ritual bewirkt... Keine Ahnung. Es braucht jedenfalls eins. Jetzt, gleich, sofort. Ist das jetzt so ein therapeutisches Psychoding? Eine Entstressung, wenn einem alles über den Kopf gewachsen ist? Die menschliche Neigung zum Ritual resultiert aus der Annahme, dass ich mit seinem Vollzug eine beabsichtigte Wirkung einstelle. Gewissermaßen durch Fügung übergeordneter Mächte. Aha, also mehr eine Glaubenskiste. Im Prinzip witzlos. Ruhe! Ich muss mich konzentrieren. Ein Ritual ist... Ein Ritual halt, verdammt! Nee, nicht verdammt. Vielmehr was Heiliges. Wir fassen uns an den Händen und schließen den magischen Kreis, den Zirkel... So weit kommt's noch, dass ich in die Geschichte eingehe als Bord, der Berserker, starb in auswegloser Situation während eines Ringelpiets mit Anfassen. Ich wollte euch gleich nicht dabei haben. Oh, jetzt sind gleich beide durchgeknallt. Bord, der Berserker und die zwei Durchgeknallten. Bord. Ja. Ich möchte jetzt deine Hand spüren. Also gut. Bord. Was noch? Und gib die andere Hand Elvira. Ritualistische Spielchen, zum Glück sieht's keiner. Wir erkennen den Ausweg nicht, weil wir keinen sehen. Deshalb schließen wir alle gleichzeitig die Augen. Und jetzt! Wir wenden den Blick nach innen, um zu erkennen, was nicht zu ersehen ist. Das Wesen, das begriffen werden kann, ist nicht das Wesen des Unbegreiflichen. Der Name, der gesagt werden kann, ist nicht der Name des Namenlosen. Unnahmbar ist das All-Eine, ist innen. Nahmbar ist das All-Viele, ist außen. Begehrdenlos ruhen heißt innen erdringen. Begehrdenvoll handeln heißt beim Außen verharren. All-Eines und All-Vieles sind gleichen Ursprungs, ungleich in der Erscheinung. Ihr Gleiches ist das Wunder. Das Wunder der Wunder, alles wundervollen Tor. Hallo, wer spricht da? Ich war's nicht. Ich hab nichts gesagt. Es hat aus mir gesprochen. Ich weiß nicht mal mehr was. Lao Tse, Tao Te King, Vers 1. Habt ihr überhaupt die Augen noch zu? Selbstverständlich. Ja, kein Ding geht klar. Meint ihr, dass das, was ich gerade sehe, noch da ist, wenn wir die Augen wieder aufmachen? Solange du nicht nach außen schaust? Wie macht man das mit offenen Augen, nicht nach außen schauen? Genauso, wie wenn man mit dem Schließen der Augen erwacht. Der Blick fällt nach innen. Und wenn du weiter den Blick innen hältst, kannst du getrost die Augen auch öffnen. Hauptsache, du fällst nicht über den Blick wieder aus dir selber heraus. Wird's den Damen was ausmachen, wenn ich die Augen zulass? Es ist, als wäre die Blüte immer genau nicht da, wo man sie sucht. Ganz wie du es gesagt hast, Bord.